Hallihallo, hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Ja, der Herr Bergmann hat einen neuen Minecraft-Kurzfilm gemacht und zwar diesmal als Thema Blade Runner. Ja, ich habe mir gestern extra den Film Blade Runner mal angeguckt. Ich habe den schon vor langer, langer Zeit gesehen, wurde auch 1982 gedreht. Jetzt kam dieses Jahr, letztes Jahr, kam ein Remake oder eine neue Folge, neuer Film, zweiter Teil, keine Ahnung, Blade Runner 2049 raus und ja. Dazu hat Bergmann jetzt eine Kooperation gemacht mit Daniel Chemie und hat daraus wieder einen Minecraft-Kurzfilm gemacht. Und da wir wissen, dass der Bergmann Minecraft-Kurzfilme perfekt macht, habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal zusammen an. Und ihr könnt auch wieder in die Kommentare angezeigt werden. Heute habe ich 3 glückliche Gewinner ausgewählt. Also, in den letzten 3 Videos habt ihr kommentiert und unter jedem Video habe ich jemanden zufällig ausgewählt, am Ende dieses Videos angezeigt wird. Aber wenn ihr beim nächsten Video angezeigt werden wollt, schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag Berg, um beim nächsten Mal hier angezeigt zu werden. Also, schreibt, haut in die Tasten, abonniert und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts weiter verpasst und auch nicht verpasst, wenn ihr hier angezeigt werdet. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal an. Bergrunner, Jäger der verlorenen Handys, Teil 2. Minecraft Kurzfilm. Auf geht's, ab geht's. Yay! Ich habe die Verlinkung vergessen hinzusetzen, die ist natürlich essentiell. Mann ey, so jetzt stimmt alles wieder. Perfekt, los geht's. Ja. Pineapple Bay. 2049, genau, wie aus dem Kinofilm, der jetzt rauskam. Ja. Also spielt quasi nach dem neuesten Blade Runner Film. Also das sieht schon extrem krass aus. Kann man das überhaupt noch Minecraft nennen, wenn es schon so aussieht? Das ist echt ein geiler Shader. Ich habe ein paar Behind the Scenes geguckt von WP Bergmann, wie er dieses so gemacht hat. Aber dass es so krass jetzt aussieht, richtig heftig, ja. Das ist echt ziemlich geil, ja. In der chemischen Industrie, genau. Aber ich muss schon sagen, das Intro erinnert sehr stark an den Film Blade Runner. Und ich finde, wie er das dargestellt, diese Dystopie, diese Stadt, diese Ruhe. Ich finde, bringt es immer so gut auf den Punkt, die Spielfilme auf Minecraft-Art rüber zu interpretieren, aber trotzdem deren Charme beizubehalten. Da hat er unglaubliches Talent für. Also ich bin echt ein begeisterter Bergmann-Gucker, also was seinen Kurzfilm angeht. Seine Minecraft-Kurzfilme ist immer richtig geil. Ich komme nicht zu spät. Ich komme nicht zu spät. Ich komme nicht zu spät. Oh. Ich bin pünktlich. Alter, ist auch krass. Vor allem hier oben das Zeichen von Atari. Hat auch sehr gut eingebaut. Und sonst die Dystopie sehr gut dargestellt, dieses lichten, leuchtenden, ey, wie hat das, vor allem baut er das alles dann mit der Hand, alle Gebäude und so, er hat wahrscheinlich auch ein Team, die zusammen das dann bauen, aber das ist doch echt ziemlich viel Arbeit, das dann irgendwie auch so da, oh, das sieht echt richtig geil aus, also für Minecraft-Verhältnisse, boah, so. Es ist nicht schlimm. Es sind ja nur Rentner. Die laufen nicht davon. Komm schon, Leute, ich muss darüber. Ja, diese krassen Fahrzeugeffekte in Minecraft. Schade, dass es nicht solche Fahrzeuge auch gibt. Solche fliegenden Autos, das ist richtig geil. Oder solche schwebenden Pots, die du bauen kannst, dass dann irgendwas schwebt oder so. Gibt es bestimmt auch coole Modifikationen dafür. Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich auch wieder mit Greenscreen gemacht, wo dann, ich habe ja letzten Reaktion zu seinem Minecraft-Kurzfilm Berg Wars, habe ich auch überlegt, wie er das gemacht hat, ob er es mit Greenscreen gemacht hat, aber riesige grüne Wände gebaut hat in Minecraft, weil sein Ziel ist es ja, den Film komplett nur in Minecraft zu machen, wenig bis keine externen Programme zu nutzen, also die das so nachmodellieren, weil alles in Minecraft gebaut haben, ja. Und die ganze Kamerafahrt macht auch alles in Minecraft, also schon ziemlich geil eigentlich. Was soll's? Einfach rüber da! Das sah jetzt nicht sehr nach Minecraft aus. Ich habe vorhin noch gesagt, dass er versucht, nur Sachen aus Minecraft reinzusetzen, aber hier hat er doch wirklich auch
glaube, in einem externen Programm sind immer 4D oder sowas nachgebaut. Man sieht hier den Mund sich bewegen und so Hände und so bewegen. Das ist eigentlich nicht so Minecraft-Style und so. Hier die Beleuchtung am Rand kriegst du, glaube ich, auch nur mit einem, gut, geht auch mit Minecraft, aber nachträglich zu bearbeiten. Aber ich denke, das hat er jetzt hier im 3D-Programm nachgebaut, direkt danach, als ich es gesagt habe. Ja gut, manche sehen, es sieht auch geil aus. Also wie gesagt, ich bin dafür, dass es gut aussieht und noch sehr nach Minecraft aussieht. Ja, genau. Oh oh. Wow. Moment mal. Das kommt mir doch irgendwie alles verdächtig. Als ob ich ein Déjà-vu hätte. Aber das ist unmöglich. Ich muss durch den Sturz wohl irgendeine Art. Geil. Chemie vor dem Ende? Was ist denn jetzt los? Schon seit meiner Kindheit in der Schule war mir. Es ist so geil. Es ist so geil. Präsident Donald will die Chemie verbieten lassen. Im Jahr 2049 ist Präsident. Gut, Präsident Donald heißt jetzt hier wahrscheinlich der Sohn von Trump irgendwann in der Zukunft, keine Ahnung. Aber ja. Jetzt hat er letztens auch erst, glaube ich, wollte er durchdrücken, dass diese Visa-Lotterie in Amerika verboten wird. Passend jetzt dazu will er die Chemie verbieten, jetzt hier in einem Film. Und ja, passend zu deiner Chemie. Wahrscheinlich werden sie das zeigen, dass die Chemie doch nicht verboten werden sollte, weil sie auch wichtig ist. Mal gucken, wie es weitergeht. Mir klar, Chemie muss weg. Sie ist kompliziert, stinkt und keiner braucht sie. Moment mal, dich kenne ich doch. Du bist doch... Flashback, aber richtig epischer Flashback, du. Schwarzenegger Gymnasium. Boah, hast du das gesehen? Nein, mein Akku. Hey, das GLP, war das nicht im Zombie? Ich habe, wie gesagt, in der Minecraft-Szene kenne ich nicht alle Namen so gut. Ich versuche es mir langsam anzueignen, aber geht nicht so gut. Ich glaube, die Filmplakate sind auch irgendwelche Projekte, die er immer gemacht hat. Hellerrand und so. Könnte sein. Gutes vor dem großen Endgegner. Tja, hättest du mal ein Lithium-Ionen. Paluten, das ist, glaube ich, Paluten, genau. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass es Paluten ist hier. Der hält länger. Ionisier dich doch selbst. Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Stromquellen für Handys und andere Mobilgeräte. Als ob GMP dann so redet, aber gut, das haben sie jetzt nur eingebaut, weil deine Chemie. Luca hat gepupst, alles klar, ich habe Luca gedisst. Also, Julian Bam disst ja immer Revi und hier wird jetzt in dem Fall Luca. Herr Bergmann wird... Steht noch alles drauf? Mein Mund? Alles klar. Erika Hutz, kann ich lesen? No, Herr Spätmann. Herr Schmidt. Ah, das ist der Lehrer, ach so. Gleich da sein. Ihr solltet euch lieber auf die Chemiestunde vorbereiten, statt... Ich mag Chemie nicht. Die ist öde. Wenn ich mal groß bin. Da hinten ist die Zurück in Zukunft Schriftart. Ich weiß noch nicht, was da vorne noch steht, aber das ist auf jeden Fall die von Zurück in Zukunft. Lass ich Chemie verbieten. Jawohl. Ach, ja, du Heilige. Genau. Donald, ich muss das verhindern. Bestimmt hat Donald Trump damals in der Schule auch ein Fach gehabt über Ausländerkunde oder so und hat dann gesagt, ich hasse Ausländerkunde, ich schreibe schlechte Noten, ich muss es verbieten lassen. Wenn Chemie verboten wird, ist das Ende. Weil man allein die ganzen Lichter, die hier leuchten, ist auch alles Chemie. Fluoreszenz, oder wie das heißt, Neonlampen, ist auch alles Chemie. Gerne anstatt würde er dunkel sein, wenn es Chemie nicht geben würde. Würden alle nur Glühbirnen so benutzen. Access granted. Ja, geil, DeLorean. Wie ihr ja sicherlich wisst, ist Herr Bergmann ein riesiger Zurück in die Zukunft-Fan und ich auch. Ich liebe Zurück in die Zukunft. Herr Bergmann letztens mal auch kommentiert in meinem letzten Video, wo ich zu seinem Bergwars-Animation Kurzfilm mir das angeschaut habe, hat er auch kommentiert, könnt nachgucken, hat er kommentiert, dass ich der Einzige wäre, der am Schluss das erkannt hätte, dass das Zurück in die Zukunft dieses Wegfliegen gewesen ist. Finde ich mich sehr geschmeichelt und wie gesagt, ich bin auch extremer Zurück in die Zukunft-Fan, also ich erkenne wahrscheinlich auch fast alle Referenzen, wenn er irgendwelche einbauen sollte. Ja. Wo ich schon gesagt haben. Okay, Baby. Ich weiß, wir haben eine schwierige Vergangenheit, aber ich muss dringend nochmal zurück. Den Jungen daran hindern, Chemie nicht zu mögen, den Verlauf der Zeit verändern und die Welt retten. Oh, geil. Aber ich darf auf keinen
Keimfall meinem Selbst von 2016 begegnen. Das würde das Raum-Zeit-Kontinuum zerstören und das Universum vernichten. Das sind sogar die Zeiten drauf von einem Film, von Zurück in die Zukunft. Ja, 26. Oktober 85, 21. Oktober 2015. Genau, Zukunft, genau. Und hier 1955, 12. November. Ja, einen richtigen Zeitausdruck gezogen auf dem Film sogar. Und das hat auch alles in Minecraft, irgendwie so ein Minecraft-Modell oder so, hat auch dort alles gedreht. Ich bin also besser vor meinem 2016er selbst in der Schule. Oh, es ist so geil. Oh. Oh. Moin. Alles Moin. Cool? Schönen Tag noch. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh. Was sind das für Straßen, Mann? Wo wohnen die? Wohnen die in Tokio oder was? Wieso gibt es einen Bahnübergang bei der Autobahn? Das sieht aus, als wäre es eine Autobahn. Ist das gerade der Donald? Überfährt am Ende er den Donald und deswegen hat er da was gegen Chemie? Ich weiß es nicht. Aber oh, ich liebe dieses Zukunft, dieses Zeitreisen-Ding. Das sah gerade mega geil aus. Wie er auf das Haus draufgeflogen ist und kurz vorher... Das, oh, ich liebe diesen Film einfach. Ach, ein bisschen noch. Sorry, Bergmann. Tut mir leid. Ach, das ist er selbst. Oh, oh. Deswegen kam es mir so bekannt vor, weil er das selbst gemacht hat. Das ist auch wieder geil. Diese Zeitreise-Gedöns, richtig cool. Und vor allem auch hier haben sie wahrscheinlich dieselbe Animation genommen. Also selbe Bones und Keys gesetzt. Und einfach nur Texturen geändert. Das spart Arbeit natürlich einfach. Und vor allem, wenn es dieselbe Szene ist, dann sollte man die nochmal extra modellieren. Das macht überhaupt, also extra nachstellen mit Keyframes, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber nur, dass ihr es wisst, manchmal benutzen wir auch Sachen, die man vorher schon bearbeitet hat, um ja, sich die Arbeit zu erleichtern. Aber hier auch wieder richtig geil. Finde ich geil. Okay, das sollte ihn ein paar Minuten aufgehalten haben. Und jetzt Vollgas. Das war knapp. Das ist doch ein DeLorean. Mann, was würde ich dafür geben, so ein Auto zu... Das ist auch wieder aus Zurück in Zukunft, ey. Aber da sagen sie nicht, da verkaufen sie keine DeLorean Zurück in Zukunft, sondern verkaufen dieses, dass Autos fliegen können. Ich glaube auch für 9.000 Euro, ich weiß nicht genau, Dollar, ich weiß nicht genau, wie das da war. Aber vor allem hier, dass der Deutsch steht, dann steht der Dollar wahrscheinlich auch wieder wegen der Referenz auf den Filme, wo wir sagen, jetzt Autos fliegen lassen für nur bla bla bla, das war auch im Film, im zweiten Teil. Ja. Fahren. Naja, ein anderes Mal. Bin ich schnell. Aber wie soll ich das jetzt machen? Denk. Ach ja, Holo-Verwandlung. Bergmann 2016-Look. Aktivieren. Oh. Voll geil. Was für krasse Effekte, Mann. What? Das ist so richtig geil irgendwie. Was? Wenn ich mir vorstelle, dass es Minecraft ist und dann diese Effekte drüber macht, dann sticht das nur wieder ins Auge, diese Effekte. Ist auch geil. Hausmeister, ich habe nicht viel Zeit. Die Welt, die Zukunft, sie ist in Gefahr. Ich muss... Okay, ich habe keinen Plan. Doch, ich habe einen Plan. Sie gehen einfach in meine Klasse, sammeln dort alle Handys ein und bringen sie in den Abstellraum, okay? Hä? Tun Sie einfach, was ich sage. Handys einsammeln, jetzt! Die Handys von den Kindern? In den Abstellraum? Genau so, hopp, hopp. Hopp, hopp. Entschuldigung. Guten Morgen, Hausmeister. Okay. Wer das liest, ist doof. Hey, ich bin doof, oder was? Wer das liest, ist doof, stand da gerade in der Tafel. Das ist ja... Wo war das? Da, wer das liest, ist doof. Das heißt, ich bin jetzt doof, oder was? Vor allem liest mit scharfem S geschrieben. Guten Morgen. Kinder. Sind einfach alle weg. Herr Bergmann. Das kann er doch nicht machen. So, da sind ihre Handys. Aber die sind ja alle auf einem Haufen. Ich muss die Eltern von einem Kind anrufen, den Chemienachhilfe einreden und eine Menge YouTube-Chemie-Kanäle auf dem Handy installieren. Aber YouTube- welches Handy gehört welchem Kind? YouTube-Chemie-Kanäle auf ihren Handys installieren. Installieren? Handy-Kanäle? YouTube-Kanäle oder was für Kanäle? Was fängt die beiden unsere Handys zu klauen? Zeigen wir es. Hinterher. Schnappt ihn euch! Das muss doch hier irgendwo... Ah, sind das die Kids? Wir müssen sie aufhalten. Insektenvernichtungsspray? Ja. Nein. Geht auch so. Nein! Klebstoff? Was?
Ja, Klebstoff ist ein Prozesswerkstoff, der seine stofflichen Eigenschaften erst ausbildet, wenn er aufgetragen wird. Ja, ja, und obwohl es Klebstoffe auf Basis anorganischer Verbindungen gibt, wie Mörtel oder Zement, setzen sich die meisten heute eingesetzten Klebstoffe aus organischen Verbindungen, überwiegend aus Kunststoffen, zusammen. Ich weiß das alles. Abgesehen davon werden wir hier sicherlich keine Kinder festkleben. Aber... Nein! Wieder diese chemischen Fakten eingebaut in diese Filme, weil die Steine Chemie Kooperation, die machen ja öfter mit YouTubern Kooperationen und da bauen sie auch jeder YouTuber für sich irgendwelche chemischen Fakten ein. Hier merkt man jetzt auf solche Art und Weise, ja. Silikon ist rutschig. Hey. Bingo! Ihre Handys! Der ist ja heute verplant. Dem zeigen wir es! Da vorne ist er, da vorne ist er! Hinterher, hinterher! Kommen Sie schon, Hausmeister, geben Sie Gas! Schneller! Wie viel Silikon war da bitte schon drin? Ist das Maudado, der mit dem Wolfs-Dingskopf könnte sein? Ich weiß nicht. Da ist mein Keller! Hier halten wir Sie ein für alle Mal auf, Herr Bergmann. Vertrauen Sie mir. Sehen und staunen Sie! Durch meine modifizierten Korridor-Airbags kommt kein... Vor allem, es ist eine Schule. Es sieht aus, wäre es eine Höhle von Indiana Jones, wo gleich so ein Stein runterrollt und alle Kinder. Und jetzt baut er hier Airbags in die Wände. Was? Das ist eine geile Schule, ey. Ich will da auch mal gerne hin. Wie heißt es? Die Schwarzenegger-Schule. Einer durch. Die sind größer als gewöhnlich, aber die Chemie ist dieselbe. Die Airbags sind aus reißfesten Polyamidfasern. Sie werden mit einem Druck von über 200 Bar mit Argon und Helium befüllt. Ja, ich lerne auch gerade für ein Fach Einführung in die Kunststofftechnik. Schreibe ich nächste Woche Mittwoch. Und ja, dort muss ich auch über Polyamid und so Sachen lernen. Auch über Airbags kam da auch vor als Beispiel für einen Kunststoff. Ja, nur dass ihr wisst, was ich mache. So, das ist auch ein Fach, was ich jetzt bald schreiben darf. Also ein bisschen Ahnung von Chemie habe ich dann auch, obwohl es nur ganz klein wenig bisschen Chemie drin ist in dem Fach. Sonst halt nur andere Sachen. Auslösen, dehnt diese Füllgase den Luftsack in Millisekunden komplett aus. Da kommt kein Kind durch. Auf gar keinen Fall. Nein. Aber... Nein, 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 nein. Alternativen. Schnell, jetzt. Alternativen. Selbstverständlich. Wo sind wir? Hä? Wo? Achtung, Sie kommen. Was ist das? Kann sie mit dem Licht, Hausmeister. Eines der Kids ist der totale Nerd. Der geht mega steil auf die Spitze ab. Das wird sie aufhalten. Was ist das denn? Warum flackert das Licht so? Das sind alte Leuchtstofflampen. Sie waren lange Zeit eine energiesparende Lösung zur Beleuchtung von Gebäuden. Verdammt, das reicht nicht. Wieder ein Chemiker-Fakt eingebaut. Vor allem, was ist das? Sieht echt aus wie so eine Höhle von Indiana Jones. Vor allem die Kiste da hinten und so. Das kann doch keine Schule sein. Sie. Am besten noch solche Pfeilfallen in der Schule reinbauen. Bester Hausmeister ever. Meine Sonne! Lauf, renn, so schnell du kannst! Au, au! So, das muss reichen. Das Lidocain auf den Pfeilen ist als Betäubungsmittel eigentlich nur als Schmerzmittel für Zahnbehandlung gedacht. Das wird sie nur kurz aufhalten. Herr Bergmann, legen Sie mit Hand an. Chemiker-Fakt, ja. Und das sieht auch nicht sehr nach Minecraft aus. Manchmal fällt es so auf, gewisse Texturen gut. Wenn es nicht Minecraft gibt, dann sehen die halt natürlich, stichen die mir ins Auge, wie so ein Radio zum Beispiel, so ein Ventil. Geht es nicht in Minecraft. Aber hier darum, hier, Fackel ist sehr Minecraft-getreu, mit einer anderen Textur drauf, aber sieht auch cool aus und hier so weiter. Ja. Soll an Minecraft aussehen, sieht's ja auch. Nur manche Sachen stechen halt davor, logischerweise. Hausmeister, das klingt irgendwie nicht gut, oder? Kommen Sie, kommen Sie! Waffe. Das wäre so geil gewesen, wenn er auf dem Stuhl gesessen hätte da drauf, auf dem Klo. Plötzlich schießt Wasser. Ist auch voll das eklige Gefühl, wenn du auf dem Klo hockst und dann plötzlich schießt eine Wasserfontäne unten raus. Ich werde, glaube ich, nie wieder auf öffentlichen Toiletten gehen können und vor allem nicht in Schulen. Was? Waffe. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe, Waffe. Wasser. Ah! Kommen Sie, kommen Sie.
Das gibt's ja nicht. Schicke Bude, der Herr. Ist aber nicht gerade günstig mit den ganzen Stromfressern hier. Irrtum, Herr Bergmann. Denn hier sehen Sie innovative Chemie in Action. Super gedämmter Kühlschrank, effiziente LEDs in den Lampen und 65 Zoll mit sparsamer OLED-Technologie. Ja, verhindern. Oh, fuck. Effiziente LEDs in den Lampen und 65 Zoll mit sparsamer OLED-Technologie. Ja. Das ist der energieeffizienteste Keller in ganz Pineapple Bay. Und was? Der sicherste. Was ist mit Ihnen? Das sieht schon wieder so gefährlich aus. Keine. Vor allem, es ist eine, immer noch eine Schule und kein Indiana Jones. Ich spiele ja freitags immer Retro-Spiele. Momentan ist ja Tomb Raider 3 drauf. Auf deinem Twitch-Kanal streame ich das auch. Und da sind es auch solche Fallen, weil der Boden aufgeht und sowas. Das erinnert mich gerade voll an Tomb Raider. Das fließt direkt in den Wasserpark in der Bay ab. Wenn die Kids mal dort sind, kommen die vor Badeschluss nicht wieder. Außerdem ist das Wasser geklort mit Calciumhypochlorid, um es gegen Bakterien, Schimmel und dergleichen zu desinfizieren. Das ist bestes Badewasser. Hausmeister, Sie denken echt an alles. Aber ich hab's vermasselt. Ich hab keinen Plan, wie ich unter den ganzen Handys das von Donald finden soll. Da können wir die Kids noch so lange aufhalten. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß einfach nicht weiter. Warum wollten Sie die nochmal aufhalten? Weil Donald Chemie doof findet. Und das soll er nicht. Aber Herr Bergmann, die Kids haben jede Falle von uns gelöst. Auch Donald, da war doch überall Chemie dabei. Hausmeister, Sie sind ein Genie. Oh mein Gott. Ich hab einen Plan. Machen Sie die Falle zu. Sie haben immer einen Plan, Herr Bergmann. Hier, nehmen Sie den Pinsel und helfen Sie mir. Oh nein, Sie kommen. Weg hier. Aha. Schnell, wir müssen weiter, Leute, bevor hier noch mehr fallen. Okay, hat er die Elementtabelle. Oh, da fällt er gerade durch. Hat die alle die Elemente da, die, wie heißt es, die Elementartabelle, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber ich weiß, was es bedeutet, aufgemalt. Wahrscheinlich dann, weiß nicht, auf irgendwelche Dinger hüpfen, die irgendwelche Verbindungen haben. Wir sehen mal eigentlich gleich. Oh Gott, was ist das denn? Ich hab dich. Hausmeister, danke. Aber den Rest muss ich alleine erledigen. Immerhin ist das mein Job. Wir sehen uns oben. Viel Glück, Herr Bergmann. Ich hab dich. Halt dich an mir fest. Zieh dich hoch. Puh, vielen Dank. Was ist denn das? Aktiviere 3D. Fusion Jäger des verlorenen Schatzes mit das fünfte Element. Ja, genau, ja, Jäger des verlorenen Schatzes, das war ja gerade, wie ich gesagt habe, mit Indiana Jones oder Tomb Raider. Und jetzt das fünfte Element, also futuristisch wieder, so wie halt Blade Runner, ne? Yes, baby! Hey, das ist echt so wie das fünfte Element, ne? Da müssen sie auch diese fünf Elemente da hinsetzen. Fünfte Element war ja die Liebe, irgendwie sowas. Und Feuer, Erde, Wasser und so auf diese Dinger, dass die Aliens wieder abbauen, nicht die Erde vernichtet oder sowas, war das doch. Ich habe lange nicht mehr gesehen, fünf Element. Aber hier, das sieht auf jeden Fall so aus wie aus dem Film. Sau gut wieder, Herr Beckmann. Gefällt mir. Schaut, unsere Handys! Vor allem die Handys als Preis, als Trophäe. Wie bei Indiana Jones mit dem, wo er den Sack, die Trophäe wegmacht, einen Sack Reis draufhängt, wegrennt, dann diese Kugel kommt und so. Ihr kennt alle Indiana Jones, denke ich mal. Wenn nicht, solltet ihr es gucken. Aber hier so dieser Preis, die Handys. Ich denke, für viele Kinder ist es wirklich ein Preis, ein Gewinn, ein Schatz, die eigenen Handys. Und wie kommen wir jetzt dahin? Ich kenne das doch irgendwoher. Diese Buchstaben. Verdammt, was waren das vorhin nochmal? Klebstoff, Feuer, Silikon? Das Periodensystem. Versteht ihr denn nicht? Airbags? Gasmischung aus Helium, Argon? 240 bar Druck? Nein, 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 das hat so nicht geklappt. Nach der Ordnungszahl, nach der Anzahl der Protonen im Atomkern. Ein Proton? Wasserstoff. Halt! Was als nächstes? Helium! Verdammt, sind die schlau. Beryllium. Na, Bergmann, du schaffst das, du schaffst das. Noctium. Ja! Verdammt! Schwarzer Klotz, Monolith, 2001. Was ist das denn? Lithium-Ionen-Akkus, Silikonspray, Lidocain und LEDs. Bingo! Es ist ein Rätsel. Mit diesen Dingern können wir den Tresor knacken. Willst du mit...
Vor allem jetzt Trump da voll die Ahnung über Chemie hat und vorher sagt, ich hasse Chemie. Jetzt hat er plötzlich die ganzen Fakten über Chemie raus hier. Aber coole Message hinter dem Film, gefällt mir sehr gut bisher. Komm schon, jetzt oder nie. Gold, Silber, Eisen, Helium, Plutonium. Es hat keinen Sinn. Wir haben einfach zu wenig Ahnung von dem Zeug. Was? Unsere Handys. Aber wie? Warum? Ihr habt gewonnen. Herr Bergmann. Mit eurem Wissensdurst, eurer Neugierde, eurem Tatendrang, mit dem ganzen Wissen, das ihr euch angeeignet habt. Aus Filmen, von euren Eltern, vom Zahnarzt, Krankenhaus, von der ganzen Welt da draußen. Chemie ist überall. Ihr, euer Leben selbst, die ganze Welt ist Chemie. Und mit eurem Wissen darüber steht euch die Welt offen. Das gilt nicht nur für die Chemie, sondern für die gesamte Wissenschaft. Und wenn ihr es wollt, dann seid ihr die Wissenschaftler, die Chemiker von morgen. Chemie into the labs. Cool. Können wir nächste Woche etwas in die Luft jagen? Mal schauen. Ja! Ja! Hausaufgabe, oh, okay. Stimmt nichts, oder? Das hat doch ganz gut geklappt. War mir ein Vergnügen. Ich hätte da eine Idee, Herr Bergmann. Man könnte das ja ausbauen. Gastredner. Gastredner? Ja, ganz große Chemiker. Wer fiel Ihnen denn da an? Was ist denn hier passiert? White. Komm her, Hausmeister. Der heißt doch Heisenberg. Oh. Stimmt, das sieht so aus wie von Breaking Bad, der mit dem Schnurrbart und hier der Glatze. Ach, Hausmeister, irgendwas stimmt mit der Spülung nicht. Das ganze WC steht unter Wasser. Schauen Sie sich das besser mal an. Alles okay mit Ihnen? Ja, geil. Und zurück zur Blade Runner Utopie-Dystopie Stadt halt einfach. Ja. Liebe Mitbürger, schon seit meiner Kindheit liebe ich Chemie. Ohne Chemie wäre unsere Welt nicht, wo sie heute ist. Wir machen die Welt täglich besser. Und unsere Kinder, wenn ihr es wollt, sind die Wissenschaftler, die Chemiker der Zukunft. Da war da doch irgendwas mit den Figuren gerade. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Sind das die aus dem Film Blade Runner? Nee, komm mir gerade nicht. Also ich habe den neuesten nicht gesehen. Kann sein, dass es dafür viele Referenzen zieht. Ich habe den alten jetzt gesehen. Ich muss den neuesten mit denen auch jetzt gucken. So, ich voll Bock drauf. Wo sie hofften, die Chemiker der Zukunft. Nicer Dicer. Ja. So, das war's mit dem neuen Kurzfilm. Ich hoffe sehr, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und vor allem auch etwas gelernt. Vielen Dank auch an die chemische Industrie und die Reihe Deine Chemie, die dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat. Und wenn ihr jetzt noch etwas mehr zum Thema Chemie lernen wollt, dann schaut unbedingt einmal bei Sophia Thiel vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Euch noch einen wundervollen Tag und nicht vergessen, das Video zu bewerten. Tschüss! Ja, sau cool. Das war Bergrunner, Jäger des verlorenen Handys Teil 2. Ja, das hat mich sehr, der erste Titel Blade Runner, Bergrunner, wo er in der Zukunft quasi ist, dieses Blade Runner Setting. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, wenn er Bergrunner schon heißt, dass er irgendwie mehr in diesem Dings handelt. Aber hieß auch Lehrer des verlorenen Handys, hat auch in Indiana Jones ein bisschen mit eingebaut, mit dem Schatz und so weiter. So eine Kombi aus beidem, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das war's. Was haltet ihr davon? Seid ihr großer Bergman, der Bergman, kommt, rettet euch. Wer Bergmann-Kurzfilme-Fan oder eher nicht, so lasst in die Kommentare und wissen und schreibt in die Kommentare auch Hashtag Berg, um beim nächsten Mal angezeigt zu werden. Denn diese drei Leute haben es geschafft, hier angezeigt zu werden. Zwar einmal diese Lina Nudel. Einmal Rabaukenkönig LP und Fullzeit-Legenden. Spielst du da eigentlich irgendwelche Games und Hashtag Power? Ja, mache ich. Auf meinem Twitch-Account spiele ich sehr viele Games, Fortnite und so weiter. Aber ja, genau. Also nur von euch, wenn ihr auch angezeigt werden wollt, ihr wisst es, Hashtag Berg in die Kommentare abonnieren und Glocke aktivieren. Und schreibt mal Hashtag Brody in die Kommentare zusätzlich noch, wenn ihr bis hier geguckt habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Adios, amigos. Tschüss. Langes Video.